Um das Flaggschiff für die zweite Hälfte seines Lebenszykluses fit zu machen, spendiert BMW dem 7er optische und technische Updates. Die Effizienz der Motoren ist deutlich verbessert worden. Bis zu 25% weniger Verbrauch sind ein ansehnlicher Wert. Einen Teil dazu trägt die 8-Gang-Automatik bei, die nun mit allen Motoren kombiniert worden ist. Bis auf den V12 haben alle Triebwerke nun die Start-Stopp-Funktion serienmäßig. Ebenso gibt es die Möglichkeit, zwischen 50 und 160 km/h antriebsfrei dahin zu segeln. Neu ist auch, dass die Nebenaggregate nur dann ihren Dienst aufnehmen, wenn sie wirklich benötigt werden. BMW spricht davon, dass sich noch nie in der Geschichte im Zuge einer Modellpflege so viel geändert hat wie beim aktuellen 7er. Das kann man auch von außen erkennen. Das wichtigste Merkmal des Facelift sind die neuen LED-Scheinwerfer. Sie sind für BMW besonders wichtig, damit sich der 7er im Dunkeln klar von anderen BMW-Modellen unterscheidet. Die weiteren sehr dezenten Änderungen an Front und Heck sollen dem Flaggschiff mehr Sportlichkeit verleihen. Ein weiteres in diesem Zusammenhang auffälliges Merkmal sind die Seitenblinker, die nun von der Chromspanne im Kotflügel in den Außenspiegel gewandert sind. Der Geräusch- und Federungskomfort wurde optimiert. Dazu spendiert BMW dem neuen 7er serienmäßig die Luftfederung an der Hinterachse. Dieses Plus an Komfort bedeutet aber keineswegs Abstriche bei der Agilität. Dank des sogenannten Fahrerlebnisschalters kann der Fahrer den Grad der Sportlichkeit selbst bestimmen. Der neue 7er ist nicht nur der luxuriöseste BMW. Er fährt auch gute Gewinne ein. Laut Vorstand sollen es 1 Billion Euro pro Jahr sein. Gerade in Ländern wie China oder Russland wissen die zahlungskräftigen Kunden den 7er zu schätzen. Auch die BMW-typisch lange Aufpreisliste schreckt diese Käufer nicht ab. Sie sehen es eher als eine sportliche Herausforderung an, den Preis ihres 7ers mit so vielen Extras wie möglich so hoch wie möglich zu treiben. Denn in diesen Ländern ist das Auto ein Statussymbol, das eigentlich nicht teuer genug sein kann, weil man es sich ja leisten kann.